Was geht ab, meine Freunde? Seid herzlich willkommen bei Forza! Heute drehen wir wieder ein paar Runden hier mit dem Lenkrad natürlich. Versuchen wieder Erster zu werden. Werden es höchstwahrscheinlich nicht hinkriegen. Aber dafür werden wir heute mit Style unterwegs sein. Zeigen wir euch gleich. Deko hat es schon geschafft. Why you know AFK? Oh, why you know AFK, Muchachos! Den Nüsschen lang gestreichelt. Ich habe ja ein kleines, lustiges Design. Hallo? Kannst du bitte aufhören, mein Design kaputt zu machen? Für meinen BMW reingezogen, und zwar aus Protest. Denn der gute Witness hat für uns ein Design entworfen und Marvin hat es gefunden und ich nicht. Deswegen habe ich aus Protest dieses Design ausgewählt. Und Marvin wird euch gleich mal das Witness-Design zeigen. Es sieht wirklich grandios aus. Herzchenwelle für Witness, muss man an dieser Stelle schon mal sagen. So, neue Designs finden. Muss ich gar nicht lange suchen. Da haben wir ihn schon. Loser Livery. Sir Witness. Design wird heruntergeladen. Gib's mir sofort. Schön mit einem Sombrero an der Seite. Ich hab's da einfach nicht gefunden. Auch über den Freigabecode, den es uns geschickt hat, habe ich es nicht gefunden. Aber das können wir machen eigentlich, oder? Wir hauen euch den Freigabecode für das Design in die Kommentare, in die Beschreibung, meine ich. Und falls ihr selber Forza zockt und den BMW auch habt, könnt ihr euch das Design mal eben runterladen. Vielleicht Digga, zieht euch das rein. Deko kann sich das auch gleich anschauen, aber... Oh, ich will. Nice, Digga. Zeig mir! Oh, hinten Sombrero, links, rechts Sombrero, oben drauf Sombrero, überall Sombrero. Fresh. Einfach. Dankeschön, Witness. Danke, danke, danke. So, Deko, ich komme zu dir, mein Schatz. Bleib mal bitte beim Kreisverkehr. Da wollte ich gerne auch noch einen kleinen Stunt machen. Also zum Kreisverkehr hinfahren, okay. Ja, du kannst ja auch mal durchbrettern. Ob bei dir die Rampe da ist, wirst du dann schon merken. Ja, ich habe gehört, solche Unterschiede an der Landschaft gibt es teilweise, wenn man die Story ein bisschen weiter spielt. Das heißt... wenn Marvin von der Story her weiter ist als ich, könnte es sein, dass die Rampe bei ihm da ist und bei mir halt nicht. Schauen wir mal, ich bin gleich da. Bad Boy 42 vor mir und ich habe hier... Wo ist die Rampe bei dir? Ich sehe keine Rampe. Direkt in der Mitte. Die erste Ausfahrt nope, keine Rampe. Nee. Oh, schade. Nope. Da seht ihr sie. Dann kannst nur du springen. Also, du kannst dich da ja mal hinstellen und dir das anschauen, wie ich da gleich in den Himmel gejietet werde. Ja, ich weiß noch nicht, wo du bist. Noch sehe ich dich nicht. Hier irgendwo oder was? Warte, wo bist du denn? Ja, du bist auf der Map. Wird mir was... Ich nehme gerade ein bisschen Anlauf, weißt du? Okay. Anschwung. Einmal drehen hier! Ich stehe hier und gucke. Let's go, Bruder! Ab in den Sonnenaufgang reinspringen. In die Sonne gefühlt. Deko, Papa kommt! 300! Ich gucke, Bruder, ich gucke! Die zweite Ausfahrt nehmen. Ja, er springt einfach durch die Luft! Erreicht. 350 Alter. Meter gesprungen. Alter, jetzt will ich aber erstmal den Flying Muchacho Skin sehen. Ich kenne ihn ja auch gar nicht. Achso, ja, ich komme zurück. Digga, wir haben sogar oben unsere Partner. Warte mal, Instant Gaming ist da oben drauf. Digga, wie nice, ey. Die Nummer 1 natürlich auch da. Wir haben mein heißes Pink, meine Farbe. Ja. Wir haben unser Channelblau. Marvins Orange ist auch mit drin. Und ja, da oben drauf steht Triebwerk und Instant Gaming. Wie nice, Alter. Richtig cool. Es sieht einfach richtig. Dass es sogar unsere Partner drauf geschmettert hat, ey. Ja. Sweet, sweet Witness. Also Triebwerk haben wir hier. Instant Gaming oben drauf. Ja, das ist schon geil, Instant Gaming, Alter. Triebwerk ist schon richtig geil. Sweet, sweet, dankeschön. Wir wollen heute gut aussehen, das haben wir jetzt hinbekommen, beziehungsweise ich. Du hast ja auch einen relativ... Ja, ich habe eher so einen lustigen, ne? Ich hätte auch den geilen Muchacho Oh, siehst du das gerade? Das ist zwar schon ziemlich zerstört, aber hinten... Links steht Marbossa und rechts steht Deko. Habe ich jetzt erst gesehen. Wir wollen ja heute ein bisschen in der Story auch weiterkommen. Und deswegen werden wir heute Testtreiber. Horizon Apex Ostküstenparadies. Das heißt, wir werden so ein bisschen die East Coast abchecken. Ja, machen wir. Folgt mir einfach. Okay, auf geht's. Ich fahr hinterher. Ja. Sag mir einfach kurz vor Bescheid, wenn ich irgendwie abbremsen muss oder so. Oh, einfach durchbrettern, Junge. Oh, ich liebe dieses Auto einfach. Und jetzt mit diesem epischen Skin. Oh, Digga, da kann ich ja nur noch Erster werden. Du kannst einfach vorbeifahren, ne? Krass, ey. Na, Digga. Ja. Aufs Feld fahren, okay, also in der Theorie kann ich aber vorbeifahren. In der Praxis sieht das Ganze dann aus, wie wir es gerade gesehen haben. Okay, darüber. Warte, ja, oder du fährst einfach da lang. Okay. Gleich haben wir unser Ziel erreicht. Nochmal ein bisschen ins Gaspedal reindrücken. Bisschen abbremsen. Oh. Was für Abbremsen. Ja. Und unser Ziel ist erreicht. Leider ist die Mission nicht möglich. Können wir nicht zu zweit spielen. Deswegen, es fehlt immer noch die Dschungelexpedition, ja. Querfeld ein hatten wir, ich glaube, letztens nicht freigeschaltet. Und deswegen machen wir das jetzt. Deswegen brettern wir jetzt erstmal mit unserer Muchacho-Karre über die Autobahn. Komm her, Deko, gib Gas! Zusammen cruisen! Hupen! Und das ist so krass, 350 auf der Autobahn. Hier sind ja keine Kieselsteine oder sonst irgendwas, kein Dreck. Und trotzdem wackelt das Lenkrad so heftig, als wäre ich wirklich mit 350 jetzt gerade auf der Autobahn. Digga, es sieht auch einfach so geil aus. Da sind wir, da sind wir! Du hast dein Ziel erreicht. Oh! Komm, Deko! Dann lass uns hier mal lang cruisen. Können wir mal wieder eine andere Karre nehmen. Wobei... Alter, Deko fährt auf jeden Fall gerade wieder Offroad, das höre ich. Ja, ich bin gerade ganz kurz einmal über die Straße gekommen, ne? Das ist chillig. Oh oh. Guck mal, wie ich aussehe. Wir sind auch ein Astronaut oder was? Ja. Also ein Hipster-Astronaut mit dem Oberteil. Hab mich mal ein bisschen aufgefresht. Okay, mal schauen, was ich mir für eine Karre aussuchen kann. Hä, ich konnte ja keine Karre wählen. Achso, das ist der vorausgegebene hier oder was? Ja, ja. Okay, Jeep. Nur wir beide. Hallo, Marvin. Dann können wir uns näher kommen. Die Großkatze von Las Silva. Sind wir die Großkatze? Ich hab dich gerade weggekickt. Ja, wo träumst du von? Ey! Ich hab dich gerade weggekickt. Ey! Alter! Ja? So nicht, mein Lieber, so nicht. In die Ecke gedüst, ey. Hast verkackt? Oh mein Gott, ey. Ein bisschen überdreht, ne? Muss ich mal wieder auf den Jungen warten? Hauptsache er lachst mich weg, ey. Ich bin schuld. Fahre mit Ramiro in den Dschungel. Ach, da bist du ja schon. Hier raus. Kommen Sie mit? Ey, ja, unterwegs. Mir nach. Alter Junge, jetzt dreht das Lenkrad. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Oh, fuck. Oh, fuck. Was? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ja? Oh, fuck. Oh, fuck. Jump? Ist das ein geiler Sprung? Klitzekleiner Sprung. 189 Meter, wie viel hast du? Kein Plan. Nicht drauf geachtet. Oh, ja, retten. Hi Deko, du kannst weiterfahren. Okay, da ist er. Aber der Jeep ist eigentlich ganz geil, ne? Ja, bis jetzt ist okay. Der fährt eben nicht so schnell. Muss noch ein bisschen aufschuhen. Ich muss aber auch sagen, wird er wahrscheinlich scheiße. Dschungel ist das hier noch nicht. Wir fahren jetzt rein in den Dschungel! Jetzt kommt er! Jetzt geht's los! Der Dschungel, ihm ist da. Aber gerade noch Wüste und sofort Dschungel hier. Oh ja. Oh. Ja, konnte mich noch retten. Ja, wie fährst du? Ja, ich dachte, da kann ich durchbrettern. Das war die geplante Strecke. Ich hab's genauso gemacht, wie es richtig war. Oh, Wasser, 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 Wasser! Finde den verlassenen Flugplatz. Das ist jetzt unsere Mission. Dann lass uns mal schauen. Alter! Das Lenkrad geht richtig ab. Ja, geht richtig ab. Aber durch den Dschungel sieht das geil aus hier. Oh. Was jetzt? Suchen, 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 mein Lieber. Mein Lenkrad zittert einfach. Ja, was machen wir hier? Das wird ein neues Gelände. Also, entdecke die verlorenen Scheunenfundnotizen. Dann lass uns mal nachschauen, was wir da so finden. Also auf jeden Fall haben wir ja hier schon was, ne? Ja. Oh, Marvin, guck mal. Guck dir die Katze an, Monsieur. Hast du bei dir eigentlich auch diesen Ramiro drin? Ja. Glaub schon. Jetzt haben wir zwei Ramiros, oder wie? Sind das Zwillinge, oder wie? Warte mal, sehe ich den bei dir auch drin? Ne, bei dir ist er bei mir nicht drin. Ne, ich sehe ihn auch nicht, aber bei mir sitzt er hier. Ah, okay. Also, was müssen wir alles machen? Finde so ein Ding, glaube ich. Ramiros Pilotenuniform. Ja, was müssen wir da machen? Ich habe den Flugschreiber gefunden. Sehr gut. Was macht man? Ich lieg auf dem Rücken. Hallo? Okay, Ramiro ist zu faul, auszusteigen und den Flugschreiber zu holen. Mussten wir wohl machen. Ich will jetzt einmal hier so einen richtig geilen Weitsprung machen. Wie komme ich durch die Kisten einfach durchfahren? Ja. Also wenn du eine gefunden hast, musst du durchfahren. Du musst irgendwie einen Weg kriegen, da durchzubrettern. Ja, die ist ja auf dem Ding drauf. Komme ich denn da hoch? Oh ja. Yeah. Einmal einen schönen Sprung gemacht. Jetzt schauen wir mal nach, was Marvin hier macht. Wo hast du einen gefunden? Hier auf dem Container. Okay. Wie kommen wir da hin? Oh, hier, guck mal, hier ist auch ein Flugzeug. Ah, von da oben drauf, Parcours oder wie jetzt? Alter Schwede, ja, genau so. Müssen wir da über rüber jumpen oder was? Ja, oder wahrscheinlich. Oh, was? Oh, okay, du musst fahren ein bisschen schneller. Okay, fährt er nicht. Und jetzt? Hallo, hören Sie auf, Liebe zu machen mit mir. Ja, ich bin da. Aber das ist einfach eigentlich war das Ziel, dass wir uns ein bisschen näher kommen, ne? Dass wir da einfach durchbrettern können. Alter Schwede, das ist so geil. Dann nochmal. Ich komm hier nicht mehr raus aus der Ecke. Ein bisschen schneller fahren nächstes Mal, aber nicht zu schnell, ne? Einfach so vielleicht. Huh. Oh, war das knapp. Jetzt komme ich und ramm dich runter. Und jetzt kommen wir drauf, oder? Nice, Deko. Das war ein guter Tipp. Ja, der Profi. Chefboss, Chefboss, Möwenprofi. Möwenprofi. Den hau ich auch kaputt. Okay. Den hatte ich ja noch nicht. Ja. Zack. Haben wir. Okay, zwei Sachen noch. Notgeld und Pilotenhelm. Hast du schon alle, oder wie? 3 Stück habe ich jetzt gemacht. Ja, stimmt. Notgeld und Pilotenhelm. Wo müssen wir da hin? Ich glaube hier hinten. Das zeigt es an. Ich komme zu dir. Ah, da hinten, glaube ich. Da sehe ich irgendwas. Oh, hier ist auch noch so ein... Hast du den hier links auf dem Boden schon? Ja, hier sind super viele von diesen komischen Schreibern. Was war das? Großartige Zerstörung? Mit nix. Komm zu mir. Ja. Wo ist er? Hier in der Lagerhalle oder was? Oh, fuck. Also den hätte ich gerne noch. Das ist ein geiler Stunt. Aber ein bisschen schneller durchblättern. Oh. Also, Deko. Eine Rampe irgendwo? Drehen, ja. Ach, da ist eine Rampe, okay. Und Full Speed. Nein! Ja, zu langsam. Oh. Warte, ich nehme noch mehr Speed. Wahrscheinlich übertreibe ich gerade ein bisschen. Okay. Knallgas! Und... Boom! Auch erwischt! Ach, das war der Pilotenhelm. Das war der Piloten, jetzt noch das Notgeld. Ja, das haben wir wahrscheinlich hier. Ja, dann müssen wir wieder einen Parcours fahren. Wie geil ist es, dass du einfach hier so einen Parcours fährst, ne? Das ist... Ach, das gefällt mir. Digga, ich bin auch echt gespannt. Es gibt ja hier auch theoretisch die Möglichkeit für Custom Maps, ne? Ja. Ich bin echt gespannt, wann wir die ersten Leute sehen, die uns Custom Maps in Forza Horizon 5 einschicken. Das wäre so traumhaft. Und was man da für geile Sachen machen kann. Huh. Das wissen wir doch gar nicht, was es für Möglichkeiten gibt überhaupt. Oh nein, da musst du bremsen! Was muss man hier machen? Rüberspringen, aber dann bremsen. Tritt auf die Bremse. Oh, okay. Instantly rübergerutscht. Ach, hier auf der Ecke steht er. Okay. Warte. Ja, hab ich. Das war sein Notgeld, ja. Dann haben wir alles. Den muss ich dann auch noch schaffen. Ja, nicht ganz so schnell. Oh. Typisches Deko-Lack, Alter. Nee, hab ich nicht. Bin einfach genau noch runtergekippt, ey. Ich drücke direkt Bremse und Handbremspedal gleichzeitig. Ah, ja, jetzt. Da haben wir ihn. Eigentlich hättest du Kupplung und Bremsen drücken müssen für eine schöne Gefahrenbremse. Auf keinen Fall. Gefahrenbremse kenne ich nicht. Oh, was ist das denn für eine Kackmöhre hier? Oh, kriegen wir das Auto? So einen geilen neuen Buggy würde ich nehmen. Ja, dann setz sie mal ab. Stimmt, ich hatte ja gesagt, Querfeld ein, aber es sind Dirt-Rennen, die wir jetzt freigeschaltet haben. Nice! Also, Deko! Go, 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 go! Den müssen wir auf jeden Fall einholen, den Lappen hier, den Ramiro. Der kann doch nichts, ey. Oh! Okay, das hat so Stil, ey. Einfach mal. Guck dir den Bildschirm an, alles voller Wasser. Durch den Amazonas, Digga. Digga, wie geil. Oh, fuck. Oh, Digga. Vielleicht hätte ich ein bisschen vom Gas gehen sollen. Ja, ein wenig. Aber man rutscht auf jeden Fall. Aquaplaning im Fluss. Wer hätte das gedacht? Ja. Irgendwo durchbrettern, kann ich das mitnehmen? Was? Hallo, Bruder, ich kann doch sonst immer durch Steinmauern fahren, warum hier nicht? Ah, wo sind wir denn hier, ey? Bei dem Maya-Tempel. Wollte ich gerade sagen, so ein Maya-Tempel oder was? Alter. Oh, das sieht auch schon wieder geil aus. Oh! Ah, Satz mit Marvin, X. Ja, ich wollte da mal kurz Pipi machen, weißt du? Wir nehmen den Weg, wir sind nah dran, Marvin. Ich fahre hier einfach straight durch. Ich wollte gerade sagen, nimmst aber die Abkürzung, ne? Easy peasy, ey. Erster. Los, ramm ihn weg! Er darf nicht Erster werden! Digga, ich will Erster! Er kann gar nicht Erster werden! Kick, kick, kick! Alter, es gibt aber Gas! Oh, alter Fall! Nein! Tschüss, Jungs! Wo wolltest du denn hin, Alter? Wo wolltest du hin? Ja, das war alles geplant, alles geplant. Oh, geil. Oh. Gib mal wieder schön Gas, mein Lieber. Gib mal wieder schön Gas. Bin dabei, bin dabei. In den Fluss rein, jawohl, rüber hier. Oh, das ist wirklich traumhaft. Wo will er denn hin mit uns, ey? Ja, da wollte schon ein paar Krokodile umlegen. Das Wasser auf der Straße und so, ne? Ja. Sieht so geil aus. Oh, wir müssen die abbiegen. Ja. Jetzt sind wir tief im Herzen des Dschungels. Wo haben wir den legendären Silberzahntiger? Weißt du, kennst du den? Oh yeah. Du meinst den Jaguar? Ja, so langsam komme ich doch recht gut klar hier. Ja, Flamingos! Ich habe meinen Flamingo mitgenommen. Hängt er dir an der Windschutzscheibe? Ja, nee, den grill ich später. Bisschen muss ich nochmal zurückkommen. Oh! Das war schmerzhaft. Ja, Marvin verkackt, richtiger Lauf. Ach, da bist du ja schon wieder. Ja. Was denkst du denn? Wie hast du dich denn angeschlichen? Wie eine Katze. Von hinten kackt die Maus, ne? Okay, nein, den Baum konnte ich nicht umfahren. Ja, guck mal, wo ich bin. Der war ein bisschen zu stabil. Ich war gerade auf meiner Motorhaube drauf. Alter, wie geil sieht das denn aus hier? Was denn? Wow. Ja, der Wasserfall mit den ganzen Flamingos. Alter Schwede, ist schon sexy, ja? Es war jetzt nicht die Bestzeit, geben wir zu, oder? Neue Auszeichnung bekommen. Und ich würde zum Abschluss sagen, werden wir jetzt nochmal so ein Dirt-Rennen fahren. Das ist nice. Also, muss ich ja sagen, bin ich jetzt nicht so der Freund von. Müssen uns mal testen. Okay. Ich glaube, wir werden uns hart blamieren. Oh, ich habe einen Wheelspin. Komm schon, gib mir irgendwas Geiles. Oho. 105. Ah! 50.000. Wären fast 175 gewesen. Da kamen jetzt aber einige Rennen dazu. Heidewitz geil. Digga, wie geil dieser Wasserfall hier aussieht, ne? Richtig sexy. Papa ist direkt da. Guck mal. Hallo, wer da kommt? Wow! Hallo, Papa. Wuhu! Ja! Wie geil war das, Digga. Richtig elegant. Okay, ja, ich hab nix. Ich kann meine Karre leihen und du hast dir einen Cherokee gekauft, oder was? Yes, der war von der Wertung am besten. Oh, Digga, das sieht richtig klobig und schwerfällig aus, ey. Digga, wenn du mit dem einmal irgendwie ausbrichst, kriegst du diese fette Karre nicht mehr gefangen. Ja, deswegen nicht ausbrechen, ne? Ja, lasst uns mal versuchen, einfach mal nicht auszubrechen, ne? Let's go. Warm werden. Let's go. Das erste Dirt-Rennen jetzt. Oh nein! Ach oh, ja, bei Nacht mit Nebel und Regen, Alter. Ah, wie geil das gerade aussah. Wieso steht so ein komisches Golf-Caddy vor mir? Okay, eine krasse Rechtskurve. Dann ein bisschen Schlängelkrams und der Rest ist mehr so relativ straight. Ja. Wo bin ich recht in der Golf-Caddy? Echt? Hä, was soll ich... Hä? Was passiert hier? Hä, ich bin rückwärts gefahren. Beendet als Erster? Hä? Weiter? Jeep Tastic Park. Okay, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen buggy. Das ist so ein Fanmade-Ding, weißt du? Das hat irgendein Typ fertig gebaut. Hat super funktioniert, geil. Das war scheinbar ein bisschen buggy, aber man kann das nutzen, um sich wahrscheinlich ordentlich hochzuleveln. Weil dafür habe ich jetzt für diese... 500 Punkte. Ich habe 1000 bekommen. Ich habe 1.500 bekommen. Dann nehmen wir ein anderes Rennen. Das war ja auch ganz in der Nähe. Okay, mal schauen, ob das nächste Rennen hier besser wird. Soll ich die gleiche Karre nehmen oder irgendwas anderes? Oh, ich würde den Mitsubishi nehmen, den Lancer. Dann schaue ich mal ganz gut, wie er sich lenkt. So. Mhm. Du kannst den Test fahren, oder was? Nee, ich fahre jetzt, während du da rumbrezelst, kann ich ein bisschen rumfahren hier. Deko, bist du bereit? Ich habe auch den Mitsubishi Lancer Evolution oder... Ja, er glänzt, den auf jeden Fall. Lancer Evolution von dir leihen, deswegen kann ich auch Mitsubishi scheint nicht so dein Wort zu sein. Mitsubishi. Okay, aber die Karre, ja, die sieht schon ganz sweet aus, ne? Ich weiß ja nur nicht, wie tauglich die ist für Dirt-Rennen, ne? Eigentlich wahrscheinlich auch so ein bisschen in den Kurven, aber das kriegen wir nicht gebacken. Ich weiß auch nicht, ob wir da irgendwie einen Allradantrieb drin haben oder so. Ist Allrad, ja. Okay, immerhin. Das aber fahren alle anscheinend, ne? Sehe ich gerade hier. Alle den Lancer. Alle den Lancer, alle mit der gleichen Wertung. Es wird immerhin ein faires Rennen. Ja. Das bedeutet, wenn wir jetzt verkacken, dann liegt's an uns. Mhm. Dann wollen wir mal, ne? Reintreten in die Pedale! War das nicht gerade... Ach ne, es war ein anderes Rennen, ne? Mit der ersten krassen Kurve. Ja. Anscheinend, offensichtlich. Ja! Ja, was macht ihr hier? Fahr mir aus dem Weg hier, ihr Lachse! Aber bisher, ja, geht schon mal ganz gut. Oh, der bricht aber auch schon ordentlich aus! Du musst wirklich richtig weich, richtig sanft lenken, wie bei so einem Baby, ey, dass du lenkst. Welches Baby lenkst du bitte? Wie häufig lenkst du Babys? Dritter Platz? Digga, mit 90-Grad-Kurve bin ich wieder richtig rausgeschmettert, ne? Man muss einfach so halt abbremsen. Ja. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich gehe gerade voll nicht rein. Ich mach das super vorsichtig hier. Ganz vorsichtig. Oh ja. Nein, ich hab einen Kontrollpunkt verpasst. Nein, Deko! Rasier meine Nüsse. Das ist das Schlimmste, das darf einfach nicht passieren. Ja, Kontrollpunkt verpassen ist einfach immer so bitter, ey. Gegen die Wand fahren, sich drehen, ja, ist scheiße, aber der Kontrollpunkt kostet noch mehr Zeit. Okay, dann muss ich jetzt natürlich auch ein bisschen Risiko fahren hier. Ja. Ein bisschen mit Schmackes. Und hoffen, dass ich es irgendwie rausgerettet kann. Aber wirklich, das mit den Lenkbewegungen, das macht sehr viel aus. Oh, oh, fast überdreht, es war richtig knapp. Ja, die Leute sind einfach instantly so weit vor mir. Wegen so einem klitzekleinen Fehlerchen. 3 Runden? Bruder, dein Ernst? Aber ich will jetzt noch irgendwie eine Chance aufzuholen. Okay, das war jetzt die erste Runde. Oh mein Gott, ich überdrehe, ich überdrehe, ich überdrehe, ich überdrehe. Fuck! Das war richtig Käse. Da ziehen sie alle an mir vorbei. Ich war gerade noch Zweiter, jetzt bin ich hier 100er. Also du bist nicht letzter. Ah, da, ich glaube, ich sehe dich gerade. Ah ne, hier war wir anders, ja. Es hat einen Bock verkackt hier. Ein Bock. Dadurch... Kick ihn, kick ihn. Dadurch bin ich wieder dran. Den 11. den schnapp ich mir jetzt. Ey. Nice. Ich merke das echt. Wenn das Lenkrad schwammig wird, es wackelt alles so rum. Das ist so krass. Und dann merke ich schon, okay, ich weiß nicht, wie ich jetzt reagieren soll. Ich versuche gegenzulenken, verkackt dadurch noch mehr. Ja. Ich habe auch das Gefühl, irgendwie gegenlenken macht das Gefühl nur noch schlimmer. Ja. Am besten einfach auf die Bremse gehen, stehen bleiben und dann wieder anfahren. Richtig Pussy-Mode. Auch wenn das richtig scheiße ist. Ja. Okay, aber ich bin 11. und der 10. ist in Sichtweite. Sehr gut. Ich kann vielleicht über 3 Runden hier noch wieder ein bisschen was rausholen. Oh, wenn ich gerade einen krassen Fehler einbaue. Geht's. Komm schon, Baby! Komm schon! Ja. Vom Gas. Oh, ich überdrehe mich wieder etwas, aber das ging diesmal. Ja. Komm, Deko! Ja, ich bin voll dabei. Wasser. Ja, komm, Wasser. Drück! 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 2. Runde! Ist das hier die 90 Grad? Das ist die 90 Grad. Weg mit dir, du Lappen! Ja! Komm schon! Jetzt auf der Geraden muss ich hier rausholen. Da musst du richtig reinbrezeln, ja. Nein. Oh, konnte mich noch gerade so retten, aber dadurch habe ich wieder einen Platz verloren. Ich habe einfach keinen Millimeter zum 10. aufgeholt, ne? Der auf der Geraden, der hat auch komplett durchgeguckt. Echt? Da kann ich immer so ein bisschen gut machen. Hier die Kurven kriege ich gerade so ein bisschen... Ja, ich muss echt vorsichtig fahren. Wenn ich jetzt ein bisschen rankomme... Komm schon, Baby. Komm schon. Komm schon, Mitsubishi Lancer! Mitsubishi! Los, Mitsubishi! Hol das Beste raus für mich! Die Möwe zählt auf dich! Los! Da ist noch mehr drin! Will den 3. haben! Oh. Digga, hier mit dem Wasser auch, ne? Ja. Alter, Gefühl, wenn du so Kurve fahrend da rein schepperst. Ja, dann bist du verloren. Dann überdrehst dich richtig. Ganz vorsichtig fahren, ganz vorsichtig. Hier, nicht überdrehen. Ja, gut gelenkt. Man muss echt vorsichtig lenken. Ganz gechillt hier. Ganz gechillt, Bruder. Und jetzt nochmal alles geben! Digga, dieser eine scheiß Fahrfehler, ey. Nein. Okay, ich bin durch. 4. Platz. Vollkommen in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Ich komme einfach an nichts dran. 4. Platz hätte ich auch genommen. Der eine Fahrfehler, ne, der hat mich einfach komplett zerstört. Hab's auch auf den 11. geschafft, aber mehr war einfach nicht drin. Also, Dirtrennen haben wir. Querfeld ein, Straßenrennen, so langsam haben wir alles, was das Herz begehrt. Wir kommen auch, finde ich, immer mehr rein. Schreibt auf jeden Fall weitere Tipps gerne in die Kommentare. Und probiert auf jeden Fall den geilen Muchacho-Skin aus. Ehre nochmal an Witness. Herzchen geht raus. Macht euch noch einen schönen Tag. Daumen nach oben zwirbeln, würde uns gefallen, ne? Bis dann, reingehauen. Ciao, ciao, Muchachos.